Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin der Superfatih und wir spielen zusammen Far Cry 6. Ja, ich habe mir hier die iranische Geschichte rausgesucht. Und da dachte ich, machen wir die mal. Laufen wir da mal hin. Hey, Fettchen, pass auf. So, da sind wir schon im Footballstadion. Ne, Baseball ist das, ne? Football. Baseball. Ja, und da ist er schon. Ich bin Freddy Fonseca Jr., zukünftiger Profispieler und Sohn von Yaras größtem Baseballstar, Freddy Fonseca. Mann, bin ich sauer! Die Fans wollen nach Ferrosa kommen, um seinen Schrein zu besuchen. Aber ein Haufen Fansoldaten haben den Handschuh, das Trikot und sogar seinen Glückstiefschutz geklaut. Ich bin Sportler, kein Kämpfer. Deshalb musst du mir helfen, alles zurück nach Ferrosa zu bringen. Die Soldados haben alles in ihren Außenposten. Einer ist beim CCE-Umspannwerk. Ich wünschte, ich wüsste mehr. Geh aufs ganze Keule. Okay, ein paar haben wir schon. Hol Papas Ausrüstung zurück, Dani. Sein Ruf steht auf dem Spiel. Bitch doch, wie ihr wollt, verdammt. So. CCE-Umspannwerk, da können wir eigentlich direkt hin. Da sind wir ja schon gewesen. Ja, stimmt. Ich muss noch mal was beichten. Es sind zwei Folgen. Das ist, glaube ich, dies hier auch dabei gewesen. Und die sind blöderweise irgendwie mit meinem Mikrofon, da hatte ich Probleme mit. Und ja, mein Ton, da habe ich die nicht weiter aufgenommen. Hey, was ist das hier? War das das? Nee. Da hinten ist es. Ah, oh, das hätte ich direkt mitnehmen können. Das war okay. Das ganze Ausrüstung. Ich muss es ihm sagen. Ach, dann haben wir schon alles. Freddy, ich habe das Zeug von deinem Papa. Cronio, gracias, Danny. Ich habe dich zwar um Hilfe gebeten, aber ich hätte nicht gedacht, dass es klappt. Ja, das höre ich oft. Okay, Superstar. Bring die Sachen zurück nach Ferrosa. Stell alles zurück in Papas Schrein. Dann wird dir die Liebe jedes Baseball-Fans in Yara entgegenschlagen. Gut, Freddy. Ich mach so schnell ich kann. Du bist der einzig wahre MVP. Hier drüben. Okay. Du hast was so, für mich? Was hast du noch? Die Armee hat eine Vorratslieferung angekündigt. Sei als erster da, Guerriero. Danke sehr. Okay. Sei als erster da. Wo müssen wir denn jetzt hin? Wir müssen dahin. Dann würde ich sagen, bringen wir hier doch mal ab. So, die schnellste Gangart. Einfach mal fallen. Uiuiui. Das sieht aber auch immer knapp aus. So. Da muss es hin. Freddys Erbe ist wieder hergestellt. Und alles klar. Hat heute einen Homerun geschlagen. So, und jetzt haben wir ihn auch als Mandant hier. Wie heißt das? Machen wir da noch ein bisschen Trouble? Freddy, Papas Sachen sind jetzt wieder im Schrein. Du hast es geschafft, Dani Rojas! Du hast es geschafft! Spürst du Yaras Liebe? Spürst du, wie sie deinen Körper durchdringt? Ja, ich spüre die Liebe. Ich kann dich nicht hören! Ich sagte, ich spüre die Liebe! Jetzt spürst du sie. Hey, wenn Libertad meine Hilfe braucht, lass es mich wissen, okay? Libertad kann Leute wie dich immer gebrauchen, Freddy. Wir bleiben in Kontakt. Ja, Freddy. Das sind unsere 100 Points. Wir haben nochmal eine Kopfbedeckung gekriegt. Und Freddy als Kommandante. Super. Dann gucken wir mal, was wir hier noch alles haben. Wir haben hier nochmal ein, was steht da? Zweite Panzerdivision der FND. Würde ich sagen, machen wir den mal. Starten wir von hier.
Okay, einmal umdrehen. Ich wollte gerade sagen, jetzt ist der da hinten aktiv. So, 500 Meter. Hey Clara, was würdest du sagen, wenn ich dir erzähle, dass ich einen Außenposten einer Panzerdivision gefunden habe? Ich würde sagen, klau ein Panzer. Das wird ein Tag nach meinem Geschmack. Okay, klau ein Panzer. Das hört sich gar nicht so schwer an. So, da steht einer, da ist ein Geschütz. Ach, da ist ein Scharfschütze. Wie habe ich den denn jetzt gesehen? Der ist doch komplett hinterm Dings da. Da ist ein Alarm. Da hinten ist noch einer. Okay, einmal Stellungswechsel. Oh, hier ist auch ein. Aber der bringt mir nicht viel, ne? Nee, nicht wirklich. So. Gut, den noch im Ausspähen. Eine Kamera. Eine Kamera. So, immer auf den Minimap gucken. Da ist noch gewaltig was offen. Aber die sind, glaube ich, drin, ne? Da ist noch ein Auto. Vielleicht versuche ich mal, die Tiere zu befreien. Ja, dann machen die sich nicht bemerkbar bei mir, ne? So. Hol sie dir, Tiger. Oder Katzi. Komm ich hier irgendwo durch? Oh, die haben irgendwas. Haben die in den Loch gejagt? Ne, hier komme ich nicht durch. Das ist ja blöd. Oh, da ist ein Panzer aktiv. Da komme ich nicht durch. Da ist nochmal wieder. So, da ist noch ein Laptop, sehe ich gerade. Ich würde sagen, holen wir uns den nochmal. So. Wenn wir den Stuff mitnehmen. So, alles klar, der Panzer ist auch wieder frei. Ich sehe einen Sunny. Ich sollte mir den Panzer schnappen. Ja, toll. So, die Minimap sagt, ach, da kann ich gar nicht runter. Mhm. Ja, was mache ich jetzt? Komm da nicht vernünftig rein. Muss da hoch. Ich muss da hoch. Ich will nämlich aufs Dach. Ja,
Da ist noch eine Kiste. Die hole ich mir nämlich gleich. So, da haben wir noch ein paar Schuhe gekriegt. Das langt noch nicht. Ich will hier noch rum hoch. So. Oh Gott, oh Gott. Oh nee, der hat zu spät gedrückt. Fuck. Ah, das ist doch kacke. Wo starte ich jetzt? Das geht ja mal wieder richtig gut los hier. Ach, Gott sei Dank. Auf ein neues. Ja, dann gehe ich hier nochmal ein bisschen höher. Vielleicht bringt das ja was. Hey. Ach scheiße, auch noch daneben geschossen. Fuck. So, dann gehen wir da mal mit Fallschirm rüber. Ist ein ganz Ende sicherer, ne? So, wir haben da einen und da. Das heißt, wenn ich die beiden erschieße, können die keine Hilfe mehr holen, ne? Versucht euch Verstärkung zu rufen. Ein Tückisch. So, den. Den. So. Hinaus. Oh, scheiße. Ingenieur gesichtet. Oh, das war knapp. So, aufpassen, dass von hinten keiner kommt. Oh, das war gut. Oh, scheiße. Scheiße, die hat sich im Panzer gekrallt. Wo haben die denn jetzt noch wieder Hilfe geholt? Verdammt nochmal. Mann, Scheiß. Ja gut, dann ist das halt so. So, ich versuche, schnell reinzukommen. Da ist noch ein Panzer. Ach, das ist der. Okay. Ah, jetzt vorbei mit Panzer. So, da kam auch nochmal ein Fahrzeug. Schnell zielen, schnell schießen, ne? Achtung, Dani. Feindliche Verstärkung rückt in deine Richtung vor. Noch mehr? Ja, steck dein Köpfchen raus da. Blöde Drecksau. So, da noch ein. Bleib doch im Stehen. Da kann ich natürlich nicht durchschießen.
Okay, da kommt noch eine. So, den haben wir. Achtung, Soldados rücken auf der Straße in deine Richtung vor. Noch mehr. Oh, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Was da oben? Haben die mich schon wieder? Ach. Ja, komm her, lauf da hin. Dann kriegst du von hier immer ein. Okay, wo haben wir denn noch einen? Danny, da sind Panzer auf dem Weg zu dir. Pass auf! Och Mann. Noch mehr? Scheiße, scheiße, scheiße. Das ist ja total in den Rücks gegangen, oder? Okay, gucken wir mal, was hier so los ist. Ja, die scheiß Panzer, die sind jetzt ein bisschen arg scheiße, ne? Hey, wo kommst du denn her? Die hab ich doch weggeschickt. Noch einen Moment. So, amigos. Wegschicken. So, dann lass uns mal langsam vor, oder? So, die sind aber auf dieser Seite. Ah, die verkackten Scheißpanzer, das ist jetzt ein bisschen Scheiße. Das quält mich jetzt ein bisschen. So, einmal hier runter gucken. Hier sehe ich jetzt keinen. Ja. Ja, komm doch nochmal raus, Homie. Da ist noch einer. Ein Sanitäter. So, den habe ich auch. So, Panzer. Wir müssen die am besten von hinten treffen. So, den haben wir. Den haben wir schon mit einem Schuss. Boom. Und nochmal. Wieso wird er denn... So wieder auf der... Oh, Laufwerk. Boom, das war der letzte. Gut, aber das ist ja komisch. Warum wird er dann nicht mehr auf der Minimap angezeigt? Okay. Alles klar, lass uns noch mal ein bisschen gucken hier, ob es da noch was zu waschen gibt. Was geht? Hey, was geht? Du gehst mir aus dem Weg, Freundchen.
So, hier ist noch ein Gebäude. Da war die alte drinne. Hier war der... Was ist hier denn? Da will ich auch nochmal gucken. Aha. Hier hätte ich auch reingekonnt. Ja, ne, doch. Hier hätte ich auch reingekonnt. Aber diesen hätte ich nicht aufgekriegt. Okay. Hier haben wir den Steckenbunker gefunden. Oh, hier gibt es eine Waffe. Was gibt's hier denn? Eine Stromlinie. Okay. Ist wieder eine Special-Waffe. So. Das war das. Jetzt würde ich sagen, laufen wir hier nochmal zurück. Da sind wir auch runtergekommen, richtig? Ja. Dann würde ich sagen, gucke ich hier nochmal. Ja, hier hätte ich auch reingekonnt. Alles klar. Dann hätte ich mich noch ein bisschen mehr reinschleichen können. Ja, okay. Ich würde aber sagen, machen wir hier einen Break. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Schreibt ein bisschen in die Kommentare. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Far Cry 6. Und tschüss.